Was geht? Und hiermit herzlichen Dank fürs Einschalten und damit willkommen zu einem neuen Video Let's Play Terra. In der ersten Folge habe ich euch ja gezeigt, was es für Klassen gibt und mit euch einen Charakter erstellt. Heute geht es dann richtig los. Ja, und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, dann werde ich mal den Server auswählen. Da habe ich ja den Charakter erstellt. Und das war ja auf diesem Server. Los geht's! Ja, hier seht ihr dann jetzt meine Charaktere. Und in der ersten Folge hatte ich euch ja, glaube ich, gesagt, dass ich euch die schon mal gezeigt hatte. Aber mir ist aufgefallen, im Nachhinein, die habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Deswegen werde ich das jetzt nochmal eben machen. Hier habe ich eine Stufe 48. Zeige ich euch einfach nochmal eben schnell. Dann Stufe 22. Stufe 30. Und Stufe 58, die befindet sich aber im Prolog. Dann habe ich hier Stufe 24. Ja, und das ist hier die neue, die ich ja mit euch zusammen erstellt habe. Eine Priesterin. Und mit der geht es dann auch richtig los. Und ich würde sagen, ich werde gar nicht so lange weiter quatschen, sondern dann auch direkt loslegen. Ich habe nochmal so eine Übersicht von der Tastatur. Genau, und hier war ich ja in der ersten Folge und hier geht es dann auch weiter. Das andere war ja halt nur eben Charakter erstellen und die verschiedensten Klassen zu zeigen. Und jetzt geht es dann auch richtig los. Ich hoffe, es funktioniert auch alles super. Man kann auch noch die Grafik einstellen. Das kann man hier unten machen auf System. Dann hier auf Optionen und dann hier einfach auf Bild. Ich werde mal eben gucken. Genau, und dann kann man das hier noch einstellen. Aber ich werde das jetzt so lassen. Man kann das natürlich auch noch ein bisschen besser einstellen. Kann ja mal gucken. Anwenden. Ihr seht schon den Unterschied. Ich mache das mal eben auf voll und auf anwenden. Da sieht man jetzt auch hier die Sonnenstrahlen. Ich lasse das mal kurz. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Es kann sein, dass es vielleicht ein wenig, ja, hakelt, aber ich hoffe, das geht soweit alles. So, dann werde ich gleich mal hier hinlaufen. Da ist nämlich schon die erste Quest. Gucken wir mal. Sammeln, um zu helfen. Ich lese mir die Quest eigentlich nie wirklich durch, aber ihr habt das hier ja noch stehen, falls ihr das lesen wollt.
So, die erste Quest haben wir jetzt angenommen. Ich weiß nicht, ob man den Lüfter hört. Und hier oben in der Ecke seht ihr auch nochmal die Quest. Da steht das dann auch nochmal in Kurzfassung. Und gut, die sind hier. Hier seht ihr dann auch nochmal den Überblick, was da oben fliegt. Da kann man dann später mit dem Pegasus fliegen in einem anderen Gebiet, wenn man hier durchgespielt hat. Damit kann man dann auf eine andere Insel, Insel der Dämmerung. Das ist ja jetzt alles ein wenig anders. Deswegen ist es für mich jetzt auch ein wenig neu. Ah, die muss man doch hier einsammeln. Genau. Das große Teil. Genau, und das war schon mit der ersten Quest. Dann gebe ich die mal eben ab. Für die Föderation. Und ein paar Erfahrungspunkte. Super. Okay, dann geht's weiter. Ein weinendes Kind trösten. Man sieht das ja auch auf der Karte, wo man dann hin muss. Ich zeige euch das noch alles mal so. So sieht das alles aus. Ich bin jetzt zu weit. Da hinten steht sie ja schon. Den will ich auch mal eben hin. Und wollen wir mal trösten. Okay. Halt, ihr geblieben. Erwachsene, die lernen es nie. Jetzt muss man das bei die Büsche einsammeln. Also durchsuchen. Ob da die Puppe ist, werden wir das auch mal eben machen. So, okay, die muss ja direkt Puppe. Aber das ist ein Teddy. Ein Teddy. Da
und so ein Fragezeichen. Seid nicht schlecht gelaunt. Juhu. So, dann geht es weiter mit der Quest. Ich muss jetzt Fasergras einsammeln, 3 Stück. Ist auf der Karte hier leicht bläulich gekennzeichnet. Ah, okay. Fasergras. Ja. Gut, einen noch. Und dann kann ich die Quest abschließen. Ich muss jetzt in mein Inventar. Kann jetzt einfach I-Taste drücken. I wie Inventar. So. Das anwenden. Dann werde ich mal die Quest abgeben. So, geben wir mal die Quest ab. Wie süß. Alles klar. Und die Quest. Sucht ihr mich? Abschließen. Wollt ihr spielen? Oh, hallo. So, jetzt wird, glaube ich, schon gekämpft. Hier die ersten Gegner. So, einen habe ich schon platt gehauen. Sachen natürlich auch einsammeln. Kann man später wahrscheinlich noch dann gebrauchen. Kann auch von hier hinten. Ich brauche gar nicht so nah dran. Das finde ich auch gut. So, 3 Stück erledigt.
Dann mal eben auf der Karte schauen, wo ich die jetzt abgeben muss. Laufe ich da doch einfach mal hin. Augenblick mal! Lohnt sich das für mich? Yay, eine Stufe höher! Kann ich hier schon was erlernen? Ja, möchte ich erlernen. Cool, die anderen kann ich jetzt noch nicht. Dann werden wir die gleich auch mal ausprobieren. Also eins, da kann man heilen. Okay, das war auch erledigt. Dann einfach auf der Karte, wo das blau ist. Da geht's dann jetzt weiter. Ich glaube, ich muss das sicher nach ein bisschen niedriger einstellen. Das hakelt, wie gesagt, hin und wieder einmal. Aber ich habe ja auch noch mein Programm laufen zum Aufnehmen. So, die muss ich dann wohl einsammeln. Stinkender Schlamm. 1 von 3. Halt! So, hier oben können wir dann die Quest abgeben. Das sieht ja witzig aus. Yay, und wieder eine Stufe höher. Und jetzt sind die auch geladen. Bloß der da hinten läuft noch nicht. So, ich werde mal gucken hier in mein Inventar. Einen neuen Scepter, Stab. Mal gucken. Ja, werde ich den doch gleich anwenden. So, dann geht's weiter.
Ich muss da zum Fragezeichen hin. Glennock, oder wie heißt das? Mit dem muss ich jetzt sprechen. Soll hier irgendwie sein? Bin ich überhaupt hier richtig? Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Okay, hier musste ich rein. Was führt euch her? Weiter. Ich muss wieder zurück. Genau. Geht es um Geschäftliches? Wie gesagt, ich werde mir das jetzt nicht alles durchlesen. Ich glaube, das machen die wenigsten. So, jetzt dahin. Jetzt. Okay, ich muss sie folgen. Hallo. Wollt ihr spielen? Sucht ihr mich? Wollt ihr spielen? Okay, ich muss dir dann jetzt folgen. Hilfe! Warte doch! Nicht so schnell! Renn doch nicht so! Wo willst du hin? Wo willst du hin? Okay, entnehmt Saft aus dem Saftgefäß. Oh oh, was habe ich jetzt angestellt? Ah, Hilfe! Es bebt! Wollt ihr spielen? Wollt ihr spielen? Oh oh. Oh. Hilfe! Ich gehe mal zurück. Ich kann ja von Weitem auch die anzielen. Okay. Yeah.
So, und die nächsten beiden. Erledigt. Und Asche aus dem Lagerhaus. Okay. Na, hier kommen wieder Gegner. Ich glaube, ich kann die auch schon von hier anzielen. Ich brauche da gar nicht so lange hinlaufen. Das finde ich ja auch toll an Priesterin, dass man hier schon von hinten aus anwählen kann. Ah, okay, ich muss ein bisschen näher ran. So. Das reicht noch nicht. Jetzt. Okay. Ich sehe, hier ist aber schon gleich platt. Noch ein paar Sachen einsammeln. Ich muss ein bisschen mehr ran. Ah, nicht zu nah. Ich meine, es sind ja auch leichte Gegner. Jo. Mich wieder etwas heilen. Und dann geht's weiter. Ich könnte auch einen Trank nehmen. Heiltrank. Jo. Tschüss. Okay, ich muss ein bisschen näher ran. Oh,
Ich bin so toll. Huh. Warte, Bestie. Dieses Wesen hier verfügt nicht über den allmächtigen Blick. So, dann werde ich mal abgeben, ne? Muss ich denn jetzt abgeben? Bin ich denn? Ah, okay. Jo. Und wieder eine Stufe höher. Super. Gleich dann auch schon die nächste Quest annehmen. Ich werde mal eben im Inventar schauen. Ich glaube, neue Rüstung. So. Dann werde ich mal weiter. Ja, weiter geht's. Ich muss zum Fragezeichen hier vorne. Genau. Gucken wir mal, was der zu sagen hat. Augenblick mal. Ja, ich glaube in der verkehrten Richtung. Ich muss da lang. So, hier über die Brücke. Hey. Ah, da ist sie ja wieder. Wo sind denn alle? Wie kann ich helfen? Keine Ahnung, wie du helfen kannst. Na? Okay. Hm? Ist da jemand? Werde ich mal weiter. Okay. So, jetzt. Es hakelt ein wenig. Was geht noch? Ascha hat anscheinend jemand entdeckt. Stand da jetzt gerade. Okay, sprechen wir den jetzt auch mal an. Dorfbewohnerin. Halt, hier geblieben. Da vorne ist sie schon. Hoch. Hm? Ist da jemand? Yay, und eine Stufe höher. Juhu. So, nun muss ich mal gucken. Wo willst du denn hin? Habt ihr meine Freunde gesehen? Keine Ahnung. Hm. Gut, dann muss ich jetzt mal hier gucken.
Lauf doch nicht jedes Mal weg. Ah, okay, ich sehe schon, was ich machen muss. Dann werde ich mal hier anfangen, gucken, ob ich hier von hinten das auswählen kann. Ah, ich muss ein bisschen mehr ran. Ne? Okay, jetzt. Ich will mal was bei den Fähigkeiten gucken. Ich schau mal eben schnell nach. Okay. Dann wollen ich die auch mal eben erlernen. Ein paar neue Fähigkeiten. Ihr seht das unten auch in der Leiste. Da wird das auch gleich automatisch eingetragen. Steht dann auch Taste 1 ist dann zum Heilen, 2, 3, 4, 5. Und diese Fähigkeit noch erlernen. Gut, ich glaube, das war's, ne? Oder? Ne, hier ist noch eins. Ja, ich denke, dann ist es jetzt auch natürlich etwas einfacher. Werde ich die auch gleich mal ausprobieren. So. Ah, wieder eine Stufe höher. Yay. Die Sachen kann ich ja nebenbei auch einsammeln. Jetzt nur noch diese hier. So, einen noch. Das brauche ich nicht unbedingt. Lassen wir es liegen. So, nun muss ich gucken, wo ich lang muss. Okay, hier oben lang. Okay, hier muss ich jetzt erst essen, dann arbeiten. So, hier denn noch hin? Hey, wo sind denn alle? Keine Ahnung. Okay, diese hier. Die muss ich jetzt auslösen. Einen habe ich jetzt schon. Löst den Argonendetektor aus. Jo, zwei sind schon. So. Und dann hier wieder hin. So, und dann jetzt auf der Karte zum bläulichen Punkt, was bläulich gekennzeichnet ist. Ich denke mal hier im Lager. Gucken wir doch einfach mal.
Sieg für Valkyon! Wie können wir neue Sachen kriegen? Und wieder eine Stufe höher. Stufe 8. So, ich will mal eben in Inventar schauen. Einfach I drücken. So. Cool. Handschuhe. Schuhe. Was ist das? Sieg für musste ich lesen, ne? Genau, jetzt abschließen. Die Göttin Velik wacht über euch. Und abgeben. Was kann ich euch sagen? Beziehungsweise neue Quest annehmen. So. Oh, sieht aber auch schon gut aus, ne? Was die anhat. Später dann die Rüstung und Waffen, also Stab, aufleveln. Werde ich euch dann aber auch dann zeigen. Ich finde, jetzt lohnt sich das noch nicht so. Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, ich muss hier rum. Steinwurzelbrücke. Gucken wir mal. So, diese großen Viecher hier. Ich gehe mal ein bisschen zurück. So. Bei dem Großen sind auch noch die Kleinen dabei. Da die vielen Kleinen. Ich mach trotzdem noch mal einen platt. Obwohl, ich gebe schon ab. Müsste doch gleich durch sein. Ich glaube, ein paar Quests sind hier noch. Diese kann ich jetzt hier abgeben. Stufe 9! Yay! Da ist er noch. Bleib stark dort draußen! Und weiter geht's! Oh oh! Viecher hier. Hm. Die laufen immer weg. Oh, jetzt kommt der. Hoch. Sei das. Nicht umzuschubsen hier. Jo. Das hast du jetzt davon. Ah.
Ich glaube, ich muss doch noch ein bisschen mehr ran. So müsste das gehen. Ah, dann läuft der mal weg. Okay, jetzt. Die ersten Gegner sind hier sehr einfach. So. Man hat das auch schnell hier die kleinen Inseln durchgespielt. Aber da ich ja jetzt ein Video mache, euch das alles so ein bisschen zeigen möchte. So, das wäre dann auch erledigt. Auch eben so ein paar Sachen einsammeln. Nebenbei. Dann muss ich gucken, wo ich hier hin muss. Gucken wir mal, was der zu sagen hat. Da zum bläulichen Punkt. Da geht's dann auch direkt weiter. Jetzt auch wieder drei Stück von diesen hier. Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr ran. Steht zu weit weg. Bin jetzt auch anvisiert. Ja. Noch ein Stückchen. Jetzt aber. Die nächsten. Ah, der steht hier jetzt zu nah dran. Aber der tut mir jetzt nichts. Was fällt da dann noch alles raus? Sammle ich jetzt auch mal im ein. Die nächsten gleich, der hier vor mir steht. Das wäre auch erledigt. So, hier im Wasser. Ich glaube, hier muss ich dann auch stehen. Inventar offen machen. Dann werde ich das auch mal verwenden. Fertig. Stufe 10. Yay.
So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube hier die Treppe hoch, ne? Ihr habt den inneren Tempeleingang gefunden. Juhu! Habe ich jetzt neue Fertigkeiten? Ich schaue mal eben nach, bevor ich weitermache. Okay, diese hier. Erlernen. Jawohl. Und diesen hier. Okay, das war's schon. Aber den werde ich irgendwo anders reinpacken. Packe ich hier rein. Kann man dann auch so verschieben, wie man das möchte. Ich lasse es aber so. Jetzt wird spannend. Der Teddy. Hier ist ja der Teddy. Teddy, Susu. Kinderspiel. Nichts kann mich jetzt noch aufhalten. Oh nein, was ist passiert? Muss ich hier jetzt hoch? Ja. Was passiert hier? Hilfe! Sechs Stück. Dann werde ich die jetzt auch mal eben schnell platt hauen hier. Ich sammle jetzt nicht alles ein. Ich mache jetzt einfach so weiter. Den nächsten. Ha!
So, schon wieder heilen. Ich weiß ja nicht, was gleich noch kommt. Sachen sammle ich dann so nebenbei gerade mal ein. Aber sonst ist es egal. Mache ich später dann. Kommen wir nachher noch genug Gegner. So. Und es bebt schon wieder. Und das ist wohl so ein Bossgegner hier. Ein stärkeren davon. So, der wäre jetzt erledigt. Ich könnte mich mal heilen, mich im Aufladen hier. Sammle ich das doch noch im ein hier. So, muss ich gucken, wo ich lang muss. Ich glaube hier wieder hoch, ne? Und nochmal so einen Trank, dann bin ich ganz voll. Heideltrank. Oh, oh. Ah, Hilfe. Okay, den muss ich dann jetzt wohl platthauen anscheinend. Werde ich das auch mal tun. Ich habe noch nichts abgezogen. Man scheint mir ein bisschen näher ran. Oh oh, Hilfe!
Geschafft. Juhu. Die Sachen werde ich einsammeln. Aus so großen Gegnern kommen meist immer wirklich echt gute Sachen raus, die dann auch wertvoll sind. Ja. Hier sind noch ein paar Sachen. Sieht euch. Immer. Nein. Es bebt. Cool, neue Sachen. Und Stufe 11 erreicht. Dann werde ich doch mal glatt in mein Inventar schauen. Okay, Ohrringe. Ringe. Kette. Mal gucken. Für die Föderation. Wie? Was? Wie? Was? Trotz aller Bemühungen blieb den Argonen die Kraft des Baumes verwehrt. Zufrieden damit, dem göttlichen Blick ein Ende bereitet zu haben, zogen sie sich zurück. Sie vereinten ihre Streitkräfte, um ohne jede Vorwarnung anzugreifen. Die Valkion-Föderation versammelte all ihre Völker, um dem feindlichen Heer gemeinsam entgegenzutreten. Mehr denn je braucht sie jetzt unerschrockene Kämpfer wie euch. Sieg für Valkion! So, dann muss ich hier vorne hin. Ich denke, dann geht's nach Velika. Wir ehren einander. Nehmt einen Pegasus, um nach Velika zu fliegen. Ja. Ich denke, ich werde das hier dann auch beenden.
ich würde sagen, ich werde dann in der nächsten Folge hier weitermachen und werde dann mit euch zusammen nach Velika fliegen mit dem Pegasus. Ja, ich würde erstmal sagen, ich beende das Video erstmal hiermit und verabschiede mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge. Bis dann!